Rasputitsa oder Rassia Putina. Warum muss man das durchmachen? Alles. Das Atmen, zum Beispiel die Hyperventilation, eignet sich tatsächlich für beide Seiten zur Herstellung gedankenloser Entledigung und Glückseligung und als Überlebensmittel gegen die tiefste Panik und Ausgeliefertheit und Ausweglosigkeit. Ja, wenn sie nicht der vollständig radikalen, ausweglosen Aussichtslosigkeit unterworfen wären, würden sie denn dann allen Mut der Verzweiflung zusammennehmen und alles dran setzen, kurz vor diesem endgültigen noch einmal das zu bewerkstelligen, das dann der Ausweg und die Fortsetzung sein soll? Geht man auf dem Weg von Navpilot zur Katavuna-Bucht, kann man es so denken, oh, diese Millionen und Milliarden von Steinchen auf dem Weg, oh, diese Pflanzen, die in der kleinsten Ritze sprießen und Überleben versuchen, oh, diese Millionen von Blätter oder Pollen oder Samen, oder Baumwürstchen, die da in ungeheurer Überverschwendung verteilt werden und sich dann als in dieses Tableau als winziges Etwas eingefügt sehen. Oder man kann es im Gegenteil als vollständige, hilflose, hoffnungslose, aussichtslose Aussichtslos heißt Endgültigkeit sehen, dass sich da dieses Materielle in so großer Häufigkeit, in so großer überzufälliger Anwesenheit, dass sich da diese Blüten in dieser Anstrengung von Millionen, Milliarden, Billionen, Trillionen von Versuchen in jede Ritze, in jeden Risskluftspalt zwischen dem Materialisierten festzuklammern versuchten, dass sich diese überwältigende Anstrengung, diese Milliarden von Pollen, von Flugkörpern der Pusteblumen erzeugt werden, im Versuch überhaupt eine Chance zu haben, wo doch klar ist, dass diese Überkonkurrenzierung am Ende für alle bedeutet, dass sie alle keine Chance gehabt haben werden. Aber es bedeutet, durch diesen übergroßen Aufwand zu demonstrieren, dass man nicht die geringste Chance hat,
Und weil das so ist und die Aussichtslosigkeit overwhelming, überwältigend, dann ergreife doch deine Chance, die du nicht hast. Denn sie ist ja die einzige, die du gehabt haben würdest und die du nie versucht hättest zu ergreifen, wenn das nicht vollkommen aussichtslos wäre. Warum muss man das alles mitmachen? Warum darf man das alles mitmachen? Je nachdem, wie man es zu drehen vermag.